Guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unserer DFDA erklärt Videoreihe. Mein Name ist Martin Dreher und ich habe Ihnen heute etwas mitgebracht aus meinem Grundlagenmaterial über die Farbenlehre. Viel Spaß! Hier kommt der dritte Teil unserer Trilogie über die Farbmessung. Jetzt geht es um die Geräte und weitere Feinheiten bei der Messung, die Ihnen helfen, dann die Messwerte besser verstehen und interpretieren zu können und vor allem Fehler zu vermeiden. Also, wir waren schon bis hierhin gekommen. Da sehen Sie jetzt, was wir schon alles absolviert haben in verschiedenen Videos auf dem Weg dahin. Und was uns jetzt noch fehlt, sind die Geräte und deren Geometrie. Was das bedeutet, kommt gleich.